schon gut. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung über eine Institution, die Spezialistin für Kooperation ist, nämlich das Wissenschaftskolleg zu Berlin. Vor 40 Jahren gegründet, 1981 noch im alten West-Berlin und nicht zufällig im alten West-Berlin, in der damals noch ummauerten Stadt. Die Stadt hatte damals wenig Industrie, sie war fast aufgegeben, sie hatte eine blühende Kultur und die Kultur war immer auch Kompensation der geschwundenen politischen und ökonomischen Bedeutung. Kultursenator, nicht Kultur, sondern Wissenschaftssenator war damals, die Ämter waren damals getrennt, Peter Glotz, ein für die Geschichte nicht nur der Berliner Sozialdemokratie sehr wichtiger, nicht nur Kulturpolitiker, sondern Politiker der SPD. Der hatte die Idee, man kann sagen, dass der Grundansatz der Idee eigentlich ein Import aus den angelsächsischen Ländern, speziell aus den USA ist. Also die Institutes for Advanced Study mit ihrem Pilotprojekt Princeton sind da natürlich immer Vorbild gewesen. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist gewesen, dass Berlin ja nahe nicht nur inmitten der Deutschen Demokratischen Republik lag, sondern auch nahe zur Oder-Neiße-Grenze und zum damals nicht zugänglichen Mittel- und Osteuropa. Und das Konzept war von Anfang an, die Mauer nicht zuletzt durch das Wissenschaftskolleg durchlässig zu machen, also Fellows auch einzuladen, die nicht nur aus den westlichen Ländern kamen, also aus Vereinigten Staaten oder aus England, Italien, Frankreich oder wo immer, sondern eben auch aus den osteuropäischen Ländern. Der erste Jahrgang enthielt tatsächlich auch eine Reihe polnischer Fellows. Das Grundkonzept also, Fellows einzuladen aus sehr vielen Ländern, aus sehr vielen Disziplinen, Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft, Juristen, alle wurden eingeladen. Nur nicht Professoren, die an einer Berliner Universität lehrten. Das hat einen gewissen plausiblen Grund, weil sonst sozusagen interne Berliner Konkurrenzen diese Auswahlprozesse im Wissenschaftskolleg bestimmt hätten. Man hat also das von vornherein als eine Berliner Institution, die nach außen gerichtet ist und auch nach außen hin vermittelnd tätig wird, aufgefasst. Und die Kooperationen, die dann in den folgenden Jahrzehnten das Wissenschaftskolleg gemacht hat, die zeigen die Spuren dieser Gründungsgeschichte. Das Wissenschaftskolleg hat seine Fühler ausgestreckt nach Osteuropa. Es hat sozusagen Dependancen avisiert in Budapest, in Bukarest. Es hat auch Versuche gegeben mit Prag, die aber leider nicht zu einem glücklichen Ende geführt haben. Aber man sieht daran, dass die Ursprungsintention, also von damals West-Berlin aus, auch nach 1989/90 lebendig geblieben ist, als dann real die mittel- und osteuropäischen Räume sich wieder öffneten. Da intensivierte natürlich sich dieser gesamte Betrieb. Kooperationen wurden breitflächiger möglich. Das wurde auch alles so gemacht. Die Mythologie, die immer mit solchen Institutionen verknüpft ist, ist nicht zuletzt durch einen Spiegelartikel ganz kurz nach der Gründungsgeschichte die der Artusrunde gewesen. Das hing auch damit zusammen, dass der Gründungsdirektor Peter Wabneski Mediewist war. Und dann stellte man sich halt im Grunde diese Ritterrunden vor und es ist kein Zufall, dass hier heute zwei Damen sitzen und Frau Stolberg-Rillinger gewissermaßen auf eine illustre Artus-Runde folgt. Also Wabneski und die Mythologie, die sich da drum gebildet hat, war so ein bisschen diese abgehobene Welt des Grunewald. Das war nie eine ganz eine exakte Beschreibung des Wissenschaftskollegs und gerade deshalb nicht, weil das Wissenschaftskolleg so viel Kooperationen auf den Weg gebracht hat, die jetzt nicht so spektakulär nach außen waren, die aber faktisch für die Vermittlung zwischen bundesrepublikanischer und dann aber auch gesamtdeutscher Wissenschaft und internationaler Wissenschaft viel, viel getan hat. Die Reihenfolge der Direktoren will ich Ihnen gar nicht aufzählen, nur ganz kurz erwähnen, dass die Vielfalt des Fächerkanons sich auch in der Besetzung der Direktorenstellen immer geäußert hat. Also Wolf Lepenies, der von Peter Wabneski das Amt übernahm, war zwar von Haus aus Soziologe, aber mit stark geisteswissenschaftlichen Interessen. Dieter Grimm, der ihm folgte, war Verfassungsrechtler und aktiver Part der deutschen Verfassungsgeschichte. Er ist am Verfassungsgericht selber gewesen und er war sozusagen für die
für die Binnengeschichte des Wissenschaftskollegs natürlich wieder eine wichtige Vernetzungsfigur in Regionen, die ein reiner Geisteswissenschaftler nicht hätte erschließen können. Luca Giuliani wiederum kam aus der klassischen Archäologie und hat aber auch sein Fach immer über die Fächergrenzen hinaus sowieso schon betrieben, ehe er überhaupt ans Wissenschaftskolleg kam. Und Barbara Stolberg-Rillinger, die ich jetzt gleich sozusagen anschließend dann auch damit vorstelle, ist Historikerin. Und sie ist, vielleicht ist das sogar eine günstige Voraussetzung für dieses Amt, Historikerin der frühen Neuzeit. Und wenn ich Ihnen einen Titel vorlese aus ihrem reichen Oeuvre, des Kaisers alte Kleider, Verfassungsgeschichte und Symbolpraxis des Alten Reichs, dann ahnen Sie schon, dass vom methodischen Instrumentarium her da Menge drin stecken kann, mit dem man auch Wissenschaftsinstitutionen analysieren kann. Symbolpolitik gibt es da auch, alte Kleider gibt es viele, auch neue Kaiser gelegentlich, die aber nicht unter solchen Titeln auftauchen. Also man kann Institutionenkunde mit dem Instrumentarium von Frau Stolberg-Rilliger wunderbar betreiben. Sie hat dann, das wissen Sie vielleicht noch, ist gar nicht so lange her, nämlich ich glaube 2017, eine große Biografie über Maria Theresia geschrieben, die Kaiserin in ihrer Zeit, also nicht einfach eine Personalbiografie, sondern die Biografie einer Zeit, kann man sagen, die durch Maria Theresia repräsentiert wird. Das Wissenschaftskolleg hat Kooperation, aber eben nicht nur ausgelegt als Kooperation zwischen Wissenschaftlern und zwischen Wissenschaftskulturen in verschiedenen Ländern, sondern immer auch als Kooperation zwischen Wissenschaft und Künsten. Also die Position des entweder Composer oder Composer in Residence oder Writer in Residence oder auch Artist in Residence im Sinne der bildenden Kunst, das ist ein großer Teil der Geschichte des WIKO gewesen. Und in dieser Geschichte spielt Isabel Mundry eine Rolle, die ich Ihnen jetzt auch kurz vorstellen will. Sie ist auch sowas wie eine Personalunion von Kooperation innerhalb einer Person, weil sie ist Komponistin, sie ist aber auch akademische Lehrerin, also sie waren ja in Frankfurt an der Universität Professorin für Komposition und sie schreibt auch, also sie schreiben ja auch Artikel, Aufsätze über nicht nur ihre Kunst, sondern reflektieren gewissermaßen ihre Tätigkeit. Die Zeit, in der sie hier im Wissenschaftskolleg war, liegt schon etwas länger zurück, 2002, 2003. Da waren sie sozusagen Composer in Residence. Man schreibt dann immer so kleine zusammenfassende Berichte. Da spielt Odysseus als Motto und Zitat über ihren Bericht eine große Rolle. Und ich vermute, dass die Oper Ein Atemzug, die Odyssee, die dann 2006, glaube ich, sogar Uraufführung des Jahres wurde, Opern, dass die irgendwie im Hintergrund auch was mit dem Wissenschaftskolleg vielleicht sogar zu tun hat. Da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Alexander Kluge, auf den trifft die berühmte Moderatorenformel zu, dass man den in diesem Haus nicht vorstellen muss, will ich auch gar nicht tun, sondern nur sagen, es gibt eine Seite seiner Existenz, die auch Kooperation in gewisser Weise mit dem WIKO ist. Er hat nämlich im Rahmen der vielen Gespräche, die er für seinen Kanal DCTP führt, immer wieder auch das Programm des Wissenschaftskollegs durchblättert und geguckt, mit wem könnte man denn da so ein Gespräch führen. Und entweder sind die Leute zu ihm oder sie zu ihnen, das weiß ich jetzt gar nicht, aber jedenfalls sind da auch viele Gespräche daraus entstanden, dadurch, dass Leute Fellows am WIKO waren, Kluge mit seiner Infrastruktur das mitbekommt und dann zwei Kreise sich sozusagen überschneiden. Insofern gibt es auch so ein Element Wissenschaftskolleg in Alexander Kluge. Damit sind wir jetzt direkt schon beim Thema, nämlich doppelte Kooperation. Einerseits dieses nach außen kooperieren, was Sie wahrscheinlich auch sehr beschäftigt, und zweitens das nach innen kooperieren und eben auch mit den Künsten kooperieren. Und da würde ich jetzt zunächst Frau Stolberg-Rillinger, die das Amt seit 2018 innehat, also jetzt ja auch schon auf eine Zeit zurückblicken kann, wenn auch überschattet von Corona so im letzten anderthalb Jahren, vielleicht einfach mal kurz darzustellen, wie das aktuell funktioniert, also Wissenschaft, Kooperation, Wissenschaftskolleg. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Ich habe mich gefragt hier anlässlich dieser Veranstaltung, in welchem Sinne man im Wissenschaftskolleg eigentlich kooperiert. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass es eigentlich eine sehr bescheidene Form von Kooperation nur ist, denn eigentlich ist die Idee natürlich individuell,
Persönlichkeiten zu fördern und zwei Dinge ihnen zu bieten, nämlich zum einen Freiheit von allen anderen Verpflichtungen, die ja immer mehr werden in der Wissenschaftslandschaft heutzutage, Freiheit, ein Projekt ganz freier Wahl zu verfolgen, und das sind meistens natürlich individuelle Projekte, ja, also eben nicht kooperative, das gibt es manchmal auch, Gruppenprojekte, aber meistens sind es individuelle, und das andere, was wir zu bieten haben, ist dann aber eben die Gesamtheit der Fellow-Gruppe, also diese stimulierende Umgebung, ne, die Fellows, die sich wechselseitig dann inspirieren können. Und die Idee ist eben, dass es dann zu sowas kommt, was im angelsächsischen Raum Serendipity genannt wird, wofür es kein deutsches Wort gibt, nämlich die Gelegenheit zu ganz überraschenden und eben nicht planbaren Begegnungen, die dann sich irgendwie möglicherweise in der Arbeit der einzelnen Fellows niederschlägt. Und das funktioniert natürlich immer sehr unterschiedlich. Manchmal funktioniert es auch nicht, muss man sagen. Es gibt sicher auch Fellows, die sich sehr zurückziehen und sehr für sich bleiben. Es gibt aber eben immer auch sehr überraschende Einflüsse. Und aus meiner Sicht, die ich selber mal Fellow war, sind die Inspirationen, die man von den Nicht-Akademikern, also oder nicht im engeren Sinne Wissenschaftskollegen bekommt, sondern eben von den Künstlern, die aufregendsten. Und ich denke, es geht ja in erster Linie darum, in dem Kolleg, oder das Optimale, was ich erfahren habe, ist, dass man die eigenen Selbstverständlichkeiten oder der eigenen Selbstverständlichkeiten gewahr wird. Also das, was man normalerweise nicht reflektiert, weil es einem so selbstverständlich ist. Bestimmte Regeln der Wissenschaft, ja, man ist immer in seiner akademischen Blase. Und durch die Konfrontation mit oder den engen Kontakt, auch persönlichen Kontakt mit nicht im engeren Sinne Wissenschaftlern, wird man überhaupt erst der eigenen Begrenzung bewusst. Und das ist, glaube ich, das Wertvollste. Aber Kooperation in dem Sinne, dass man jetzt wirklich ein gemeinsames Werk produziert, ist natürlich ganz, ganz selten. Es kommt aber vor. Und ich könnte Beispiele nennen, aber ich will jetzt nicht zu viel reden. Ja, Frau Mundry, war das für Sie so ein Fall, also dass Sie hingingen, eingeladen wurden, und dieses Gefühl hatten, ich komme jetzt in eine Welt, die einerseits anders ist, als in der ich normalerweise arbeite, aber andererseits gerade das, was ich will, fördert? Ja, also ich würde, vielleicht sollte man ergänzen, es werden ja auch, und das versuchen wir ja auch immer irgendwie zu pflegen, KünstlerInnen eingeladen ans Wissenschaftskolleg, die auch Interesse an solchen Diskursen haben. Also wenn jemand einfach denkt, ich bin Genie und alle müssen mich bewundern, dann ist diese Person sicherlich im Konzertleben unter Umständen gut aufgehoben, aber nicht im Wissenschaftskolleg. Mhm. Und das heißt, es müssen schon irgendwie Personen sein, die ein Verständnis von ihrem Kunstschaffen haben, das sich mit Reflexivität verbindet. Und also ich würde mich zu diesem Personenkreis auch zählen. Das heißt nicht, dass die Kunst selbst übersetzbar ist in Sprache, aber dass das Schaffen begleitet wird durch Sprache. Und dann sind solche Gespräche ausgesprochen anregend. Und da könnte ich jetzt auch hunderte von Geschichten erzählen. Vielleicht eine, also als ich damals dort war, war ein Wissenschaftler, der in sich selbst schon interdisziplinär war, Eric Briand, ein Franzose, der aus der Wissenschaftstheorie, Mathematik und Soziologie und Philosophie kam, und der hat einen völlig verrückten Vortrag gehalten über ein Objekt, das in dem 19. Jahrhundert, als die Statistikforschung blühte und auch Statistiken wichtig waren, hat man überlegt, wie stellt man Statistiken dar, und hat ein dreidimensionales Gebilde, was so ein Raster hat, was irgendwie Schweden abbilden sollte. Und dann stand auch der Name einer Stadt drauf, die kein Mensch kennt. Also es war eine dreidimensionale Darstellung einer Statistik, die damals... das war damals Mode, dann wurde das Ganze vergessen. Irgendwann landete dieses Objekt auf dem Flohmarkt in Paris. Dann hat es einer der Surrealisten auf dem Flohmarkt gefunden, hat es in irgendeine Kiste gesteckt unter skurrile Objekte. Dann ist er gestorben, dann ist das in irgendeinem Archiv gelandet. Und dann fing Eric Briand an zu erforschen sozusagen, was für ein Narrativ in diesem Objekt an Umdeutung entsteht. Und darüber hat er einen brillanten Vortrag gemacht. Und der hat mich wiederum angeregt, überhaupt, da ich eben damals auch viel mit Text an dem Odyssee-Projekt gearbeitet habe, so die Frage, was heißt es eigentlich, ein Sujet zu verstehen? Und was sind sozusagen die wandelnden Perspektiven im Verstehensprozess, was einen ja künstlerisch durchaus umtreiben kann?
Ich habe eben vergessen, noch einen vierten Beteiligten hier vorzustellen. Das ist ein Medium, das ist der Film. Also Alexander Kluge hat kurze Einspielungen auch mitgebracht, die zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt hier reinkommen. Ich verrate Ihnen aber jetzt nicht, wovon es handelt. Das sollen dann Überraschungen sein. Also diese Special Guests, die werden jetzt hier zwischendurch auch noch auftauchen. Herr Kluge, Ihr Blick aufs Wissenschaftskolleg, der kommt ja doch eher von außen, aber irgendwie auch von innen. Wie sehen Sie diese Institution? Sie kennen ja eine Menge Institutionen. Also zum Beispiel, Film ist ja ein Medium, das auch Institutionen braucht. Das kann man nicht so ganz gut ganz alleine machen. Wie sehen Sie diese Welt im Grunewald? Also, es ist ja nicht so, dass ich vom Beruf gelernt habe, ich Jurisprudenz. Und ich habe da ein Spezialgebiet, das ist die Geschichte der Universitäten und die Gründungsgeschichte von wissenschaftlichen Institutionen. Also Göttingen, aber vor allen Dingen im 12. Jahrhundert, die Universitäten. Und mich hat erschüttert, dass wie Habermas jetzt ausgebrochen ist in seiner auch eine Geschichte der Philosophie aus dem, wenn Sie so wollen, dem Festungsbau, einer Vauban'schen Festung der Aufklärung, die sich im 17. und 18. Jahrhundert eingeschanzt hat, alle in der Umgebung alle Gespenster erschießt, und dann das alles auslässt. Ja? Aber diese Gründungsgeschichte des Wissens, die geht eben auf die Achsenzeit bei Habermas zurück. Generös wird der Erkenntnishorizont erweitert. Und wenn Sie so wollen, können Sie das natürlich bis Uruk treiben und nach Ägypten vortreiben mit Aßmanns Hilfe. Und diese Seite hat mich immer lebenslänglich interessiert. Weil es ist etwas ganz Wunderbares, wenn gegen alle Wahrscheinlichkeit und an nicht vorhersagbaren Orten eine selbstbewusste Wissenschaft entsteht. Es gibt die Lilie in Frankreich als Königswappen und die heißt Chevalerie, Foi, also Kirche, Rittertum und Sapientia, Science. Das ist die Universität Paris. Und dass sie gleichrangig steht und auf Konzilien übrigens über die Absetzung und Einsetzung von Päpsten entscheiden kann, das sind selbstbewusste Punkte des Wissens. In den Efeu-Universitäten blüht das manchmal kurz auf. Und dies zu verbinden mit plebejischen Formen der Intelligenz, also von Till Eulenspiegel an der Universität Prag, bis hin zum Mutterwitz, bis hin zu dem Überlebenswitz aus den Slums, Vorstädten. Akademischer Witz bleibt wichtig. Und gleichzeitig gibt es auch andere Formen des Witzes. Könnte man das zusammenfügen, würde man im Grunde also das Lebendige und die emotionale Verwurzelung der wissenschaftlichen Arbeit und des Wissens nicht sehr gut begreifen. Wir denken immer, Wissen hätte was mit dem Verstand zu tun. Nein, es hat mit Motiven zu tun, mit einer Haltung zu tun. Ähnlich übrigens in den Künsten. Und es kommt bei den Künsten was ganz anderes heraus, nämlich ein Möglichkeitssinn. Während ein Wirklichkeitssinn, das wurde vorhin schon gesagt, die Sache der Wissenschaft ist. Und die Musik würde eigentlich beides decken. Die seelische Wirklichkeit, man sagt doch, bei Mozart gibt es den Satz, wovon man nicht sprechen kann, davon muss man singen. Und es gibt sozusagen Dinge in der Trauer, im Verhältnis von Müttern zu Kindern, die muss man summen. Die kann man nicht verbalisieren. Und ich glaube, dass es erst die Musik gab, vor 40.000 Jahren, da im Donaugebiet. Erst die Musik, dann wurde an die Wände gemalt. Und dann setzt sich die Grammatik auf die Musik. Und dann kommt der Handel und macht die Grammatik spezifisch und genauer. So langsam kommt Wissen zustande. Und jetzt gibt es etwas, der lange Rede kurzer Sinn ist, das mich sehr entzückt hat damals, 1981, wenn der Peter Glotz
diese Idee, das war seine wichtigste Idee, ja, der Frieder Rau, der Staatssekretär hier, ja, der Senatsdirektor meine ich, der hat auch noch eine Planung gehabt an einer weiteren Universität an der Grenze, an der Mauer. Ja. Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung ist der Rest dieser Planung. Ja. Mhm. Und so gibt es in diesem West-Berlin, ja, so mehrere solche Ansätze. Und die geglückteste Gründung ist das Wissenschaftskolleg, weil das ist nicht, überhaupt nicht elitär. Es ist ein Stück organisierter Freiheit. Ja, nicht? Das heißt, Freiheit besteht ja nicht darin, dass ein Universitätsprofessor sich lehren darf, was er will. Er ist aber in die Nervosität, in die Konkurrenzen, in den Zeitgeiz, ja, einer Universität eingesperrt. Ja? Und das wird entkrampft auf Zeit. Ja? Und sehen Sie, ich habe dann, Sie haben es in 81 begründet worden, 88 beginnt die Zusammenarbeit, dann haben wir den Herrn Grimm begleitet, den Herrn Lepenies, ja, Macht im Mittelmeer. Was ist das für ein mächtiges Buch? Ja? Mhm. Und gleichzeitig, wenn Sie es mündlich dann noch einmal mit ihm, aus ihm herausfragen, ja, redet er noch mal wieder freier, ja? Nicht? Also kommunikativer. Und so etwas, solche Produkte ergänzen sich. Ja? Und die sind alle am Wissenschaftskolleg möglich. Und zwar ohne Kooperation und mit Kooperation. Auch Lachenmann, ja, kann dort offener spekulieren darüber, was man noch alles mit Musik machen kann. Er ist sehr zögerlich bei eigener Arbeit, ja, sehr skrupulös, ja, ist aber einer, der kann entwerfen. Ja, nicht? Da war Oe bei Ihnen, ja, Kenzaburo Oe, ein japanischer, bewundernswerter, also Nobelpreisträger übrigens, ja, Dichter und ein unglaublicher Geist, ja, und solche japanisch-europäische Brücke, ja, die gibt es eben nur, wenn er hier mal ein Jahr oder ein halbes Jahr einen Sitz hat, ja, dadurch wird er nicht europäischer, ja, aber wir können mit ihm kooperieren. Und da ist eine schöne Kooperation daraus entstanden und ich kann durchaus zu einem Vers von ihm eine Geschichte schreiben. Ja? Die schicke ich ihm und dann macht er wieder was anderes. Und so geht Kooperation, nicht? Und die geht über Film hinaus. Mhm. Film ist ein ganz junges Medium. Sehen Sie, ich sprach eben von 40.000 vor Christus, also bevor die Schrift erfunden wurde, würde Patzinger sagen. Ja? Und da ist sozusagen eigentlich die erste große Blüte, ja, von der Künste, der verfeinerten, ja, Werkzeuge und so weiter. Ich brauche Ihnen das nicht zu beschreiben. Und der Musik. Und dann kommen lange, und jetzt sind wir im Anthropozän gelandet. Ja? Nicht, dass sich davon ganz scharf unterscheidet. Und diese Inneneinrichtung, also Peter Glotz hat geschrieben, die Innenausstattung der Macht. Sie können aber auch sagen, die Innenausstattung unserer Subjektivität. Ja? Die können wir jetzt neu und müssen wir neu überprüfen. Mhm. Ja? Denn ich meine, die Big Five in Silicon Valley, die langen schon mal in unsere Subjektivitäten hinein und können das, was wir wünschen, besser anbieten. Sie sehen doch immer, daneben, neben dem, was Sie gerade wählen, ja, kriegen Sie Angebote. Das ist jetzt noch ein bisschen plump und händlerisch. Ja. Das kann auch mal feinsinnig werden. Und dann ist plötzlich das, was in uns an Identität, Wünschen, Strebungen, Emotionen ist, nach außen gekehrt, steht uns verführerisch wie eine Sirene gegenüber. Ja. Wie in Ihrem Bild in der Odyssee. Ja. Und wir sitzen leer davor. Ich glaube nie, dass das so sein wird. Ja? Und indem natürlich, was aus uns rausgeholt wird, ja, und wie Jona im Bauch des Walfischs dann gelandet ist, ja, ist ja immer noch menschlich. Ja? Das heißt, die künstliche Intelligenz kann mir keiner vormachen, dass die jetzt sachlich wäre, ja? Sondern da ist Lebenszeit drin. Ja? Mhm. Nicht? Man kann es schon ein bisschen animistisch sehen, das wird nicht jeder Wissenschaftler bei Ihnen mitmachen, ja? Aber er, der das Jahr 1799 kennt, ja,
als er bei Ihnen gearbeitet hat, ja, hat er drei wunderbare Bücher geschrieben, ja, und über jedes davon haben wir immer einen Film gemacht. Ja. Und da wäre sozusagen so eine Idee, dass etwas, was an Arbeitskraft, Intensität, Lebenszeit, Emotionen in die Dinge hineingeraten ist, ja, in denen auch lebendig bleibt. Ja. Im Laborversuch habe ich das noch nicht bewiesen gesehen. Ja. Aber ich glaube es eh nicht. Und unsere Vorfahren in der großen Zeit, in der Klassik, ja, und vor allem in der Vorklassik bei Leibniz, ja, nicht, haben das gesehen, geglaubt und so weiter. Und ich, selbst wenn es Irrtum ist, ja, finde ich das weiterführender, ja, als jede Einsicht. Das ist meine Verbindung und das ist eine Verbindung der Empathie und der Sympathie und der Sachlichkeit, die mich verbindet. Also wenn Sie nehmen, es gibt zwei Bissformen, also ja, die Sachlichkeit, die scheint kühl, wird aber mit sehr viel Emotion hergestellt. Genauigkeit können Sie nicht, ist nicht von selbst gegeben. Da müssen Sie innerlich dran arbeiten. Das andere ist die Empathie. Und diese beiden Seiten, die sind bei Ihnen vereinigt, die sind aber auch in anderen Künsten vereinigt. Und dazu brauchen wir manchmal erweiterte Sprachformen. Also zum Beispiel die Musik ist eine Sprachform, ja, die ich zusätzlich brauche, um exzessive Seelenzustände zu beschreiben, aber auch Ruhezustände. Ja, selbst Schweigen. Sie haben es hier sehr schön beschrieben. Oder wenn Sie beschreiben, wie Ihr Hinterhof sich wandelt. Ja, und da, wo vorher so Klavier, sozusagen so wie um 1910, ja, im Hinterhof so ein Klavierton ist. Ja, und plötzlich kommen da Klänge aus dem Balkan oder woher, auch von Flüchtlingen. Ja, und Klagelieder. Ja, dann ändert sich eine ganze Musikumgebung. Ja? Für ein Kind zum Beispiel, ja, das das zuerst hört, ja, macht das einen massiven Unterschied. Ja? Das ist die Musik. Aber Sie haben auf der anderen Seite die Mathematik. Ja? Bei Habermas sieht man die Nominalisten. Ja? Hat er 100 Seiten drüber verfasst. Ja? Hätte ich nie ihm zugetraut. Und die, also die späten Nominalisten wie William von Ockham oder Duns Scotus, die sozusagen die falschen Fragen kürzen, ja? Die sind die Vorgänger der Göttinger Mathematik. Die sind die Vorgänger von Cassirer, Ernst Cassirer, ja? Der genauso von einem Parallelismus spricht. Das ist ja der Nominalismus. Ja? Das, wenn ich denke an eine Kuh, dann ist keine Kuh in meinem Kopf. Ein Realist und ein Heidegger würde sagen, natürlich ist der Geist der Kuh in meinem Kopf. Ja? Würde Ernst Cassirer sagen, das ist Unfug. Ja? So lange haben Synapsen wie Vögelchen in uns gesungen, ja? In einer Sprache, die nichts mit der Realität zu tun hat, bis das, was Sie denken, auf die Außenwelt auch noch passt. Ja? Aber es ist ein strenger Parallelismus. Ich finde so etwas ganz wichtig. Ja? Und so etwas kann eigentlich nur bei Ihnen, ja, und im Herz anderer Künste, ja, und in Max-Planck-Instituten und dann mal wieder bei Harvard, aber in Oasen, ja, stattfinden, in Enklaven, so wie die Fliege im Bernstein, ja, nicht existieren. Als ganze Fakultäten habe ich das noch nie kennengelernt. Ja. Und das ist das, was uns verbindet und das wir auch zusammenschnüren müssen, ja, und sei es im Wege der Gegenwehr oder im Interesse eines Gegenalgorithmus zu der Allmacht der Algorithmen, die ich durchaus anerkenne, verstehen Sie? Und ich muss sogar, ich schätze die Verfügungsgewalt, die kommunikative Kompetenz, die diese Big Five haben. Aber was sie ausschlossen, ist zum Teil grauenhaft. Und das Wort Arbeit gibt es da eigentlich nicht. Ja? Sagen Sie, ich habe jetzt gerade gedacht, dann müssten wir vielleicht doch noch in der zweiten Runde dieses Wissenschaftskolleg noch mal mit einem anderen Begriff ins Auge fassen. Sie haben eben ja auch gesagt, es könnte sein, wenn jemand ein solches Genie ist, dass er das gar nicht braucht, dass er dann da auch am falschen Ort ist. Und Sie haben einen Begriff wie Serendipity ins Spiel gebracht, also Bells-mäßig übersetzbar mit das Glück, irgendwas zu finden, was man nicht gesucht hat. Dann ist die Frage, wie stellt man Bedingungen dafür her, dass das möglich ist? Es gab mal ein
Philosophen an der Humboldt-Universität, der hieß Friedrich Kunze, Neukantianer, der besuchte eine Büroausstellung in Berlin und war total beeindruckt, so um 1910, von den Fortschritten der Bürotechnik und hat dann ein Buch geschrieben, Die Technik der geistigen Arbeit. Und der stellte sich solche Fragen rein kantisch. Also es gibt selbstständige Einfälle, wie sind sie möglich? Ja? Fragte der sich. Und dann listete der so Möglichkeiten auf, wie sind selbstständige Einfälle möglich? Und das Kapitel hat einen ganz tollen Titel. Das heißt, über die Entstehungsbedingungen selbstständiger Einfälle. Ja? Und dann das fängt so an, dass man das nicht angeben kann. Ja. Sondern dass man nur und alle Intellektuellen darauf verpflichten kann, sich selbst zu beobachten, unter welchen Bedingungen ihnen mal ein selbstständiger Einfall gekommen ist. Ja. Und dann aus der Vielfalt der Erfahrungen, die man zusammenträgt, kann man vielleicht ahnen, wie könnten solche Bedingungen aussehen. Und dann unterscheidet er zum Beispiel die Efeu-Naturen. Das sind nicht die auf Ivy League-Unis gehen, ja, sondern die sich an Büchern hochranken, um selber eigene zu schreiben. Die, ja, Spazierengeher, die nur ambulant irgendeinen, ja, Gedanken haben. Und zwar, man kann sich das ja vorstellen. Das Wissenschaftskolleg ist eben nicht nur Institution, es ist nicht nur Struktur, sondern es ist primär, und das klang ja in dem an, was Sie gesagt haben, Lebenswelt. Das heißt, man schafft als Ort der Produktion oder der Inkubation von Wissenschaft einen bestimmten spezifischen Typ von Lebenswelt, der auch deshalb diese Artusrunden-Mythologien anzog, weil es zum Beispiel Rituale gibt. Da kommen wir jetzt auf eines Ihrer Spezialgebiete. Also das Mittagessen im Wissenschaftskolleg ist gewissermaßen ein eigenes Mythologem, ja, geworden in diesen 40 Jahren. Also man könnte jetzt eine Dissertation irgendwo in Auftrag geben, das mal ausfindig zu machen in den Erinnerungen der Fellows, aber auch in den äußeren Zuschreibungen. Das Mittagessen am WIKO als halb verpflichtend, aber doch irgendwie mit einer strengen sozialen Verpflichtung. Das ist eben was anderes, zu einem Mittagessen zu verpflichten, als dazu, dass zu einem bestimmten Vortrag alle anwesend sein müssen. Was Wissenschaft ja normalerweise eher macht. Das, ja, aber auch vorstellen. Aber das ist auch so. Ja, ich will Ihnen das jetzt gar nicht, ich will Ihnen nur nahelegen, dass Sie Ihre Institution mal als Lebenswelt beschreiben, mhm, weil das ist wirklich interessant. Ja. Aber da sind wir dann schon wieder bei der Odyssee, dem Symposium. Ja? Ja. Kaum sitzen die zusammen, fangen sie an, Einfälle zu haben, ja? Und, ja, zu reden. Das ist, nicht, in gewisser Weise unvermeidlich. Ja. Ja, und ich würde gerne noch eins ergänzen. Also Diversität ist bei uns natürlich ein großer Wert. Und zwar Diversität der Disziplinen, nicht nur Wissenschaft, sondern auch Wissenschaft und Künste. Aber auch Diversität, und das ist mindestens genauso wichtig, der Herkunftsregionen. Und Herr Müller hat es eben schon erwähnt, dass in der Anfangsphase vor allem Gäste aus Osteuropa eingeladen wurden, aber vor allem aus Israel auch. Mhm. Und das Wissenschaftskolleg hatte sozusagen den Wunsch, das war die Ursprungsidee, eben auch ein Angebot zu machen an diejenigen, die von den Nationalsozialisten vertrieben worden waren, zurückzukommen. Und das war auch ein sehr großes Kompliment für diese Einrichtung, dass es tatsächlich oft gelungen ist und in manchen Fällen, zum Beispiel Immigranten aus Israel oder den USA, hier in Berlin dann die deutsche Staatsangehörigkeit wieder angenommen haben. Also das war für uns ein ungeheures Kompliment und ein Zeichen für die für den Erfolg dieser Idee. Aber diese Diversität ist eben auch das der Herkünfte, ist auch das, was wirklich zu dieser produktiven geistigen Atmosphäre erheblich beiträgt. Also wenn man sich vorstellt, dass jetzt zum Beispiel immer auch Fellows dabei sind, die eine Migrationsgeschichte haben, also auch wirklich eine Exilgeschichte haben. Also jetzt im Moment haben wir einen syrischen Fellow, einen syrischen Dramaturgen und Theaterautor, eine belarussische Philosophin. Und was da an Lebenserfahrung eingebracht wird bei den gemeinsamen Essen oder nicht nur Essen, sondern auch, jetzt haben wir einen Chor ins Leben gerufen, Daniel Schönflug hat einen Chor ins Leben gerufen, der Fellows, oder eine Laufgruppe oder was auch immer, also alle möglichen Aktivitäten neben der eigentlich wissenschaftlichen Arbeit. Und wenn da solche Lebenserfahrungen ganz anderer Art einfließen, das ist, denke ich, auch eine unschätzbare Bereicherung. Ich will nur ein Beispiel geben von vor 2 oder 3 Jahren. Da hatten wir einen ungarischen Fellow, György Dragoman, den Romanautor, der uns aus seiner Perspektive beschrieben hat, was es für ihn bedeutet, dass nämlich
vor Jahren, in der Zeit, als das Wissenschaftskolleg gegründet wurde, für ihn, der in Rumänien geboren war, Ungarn als Zufluchtsort und Freiheitsort erschien. Und er ist als Kind mit seinen Eltern aus Rumänien nach Ungarn geflüchtet. Mhm. Und Ungarn war die Zuflucht. Und jetzt, als er bei uns war, hat er uns darüber berichtet, was Ungarn, wo er mittlerweile ja lebt, für ihn jetzt ist. Und jetzt ist Ungarn ein Ort, vor dem man fliehen muss, aus dem man fliehen muss. Und er hat uns erzählt, dass er auf einer schwarzen Liste steht und die Journalisten in Ungarn über ihn nicht berichten dürfen, was er aus deren eigenem Mund gehört hat. Mhm. Also wo einem dann klar wurde, was für eine Wende in der Zwischenzeit seit der Gründung des Wissenschaftskollegs bis heute, was für eine Wende da stattgefunden hat. In der gesamten Konstellation von Freiheit und Unfreiheit innerhalb von Europa und außerhalb von Europa. Und das sind Lebenserfahrungen, die da einfließen und der man da gewärtig wird, die man normalerweise in seinem Alltag wozu man keine Chance hätte, die kennenzulernen. Also das ist für mich jedenfalls einer der ganz, ganz großen Werte, die das Wissenschaftskolleg hat für die Fellows. Mhm. Frau Mundry, wie ist das aus Fellow-Perspektive? Da ist man ein Jahr da, ne? Das ist ja nicht so eine geringe Zeit. Also da kann man schon einiges erleben in einem Jahr. Also es wird immer wieder gesagt, das weiß ich gar nicht, ob das bei den Künstlern auch so ist, bei den Wissenschaftlern ist es oft so, dass die Projekte, mit denen sie ankommen, nicht die sind, mit denen sie gehen. Oder dass in dem Jahr plötzlich ganz was anderes wichtig wird, als sie vorher gedacht haben, das wichtig wird. Und das ist ein Effekt der Begegnung. Also ein Effekt der Begegnung ist oft, dass die Leute ihre Projekte wechseln oder anders gestalten, als sie das ursprünglich gedacht haben. Also da gibt es so eine unmittelbare Einwirkung, könnte man sagen, der Mittagessen auf die Schreibtätigkeit oder auf die Forschungstätigkeit. Sie kamen ja wahrscheinlich schon auch mit einem Projekt. Ja, ich meine, meine Zeit war insofern etwas skurril, weil ich wollte eben an einem Musiktheater arbeiten und ich war, glaube ich, ungefähr einen Monat da. Da las ich in der Zeitung Mundry-Oper abgesagt. Und das war diese Zeit, wo Thielemann und der Intendant Zimmermann so zueinander standen. Und dann ist Zimmermann gegangen und hat irgendwie das so verstanden, dass wenn er weggeht, diese Oper auch abgesagt. Es war wirklich Chaos. Und dann, also eine meiner ersten Taten, als ich am Vico war, das war zum Rechtsanwalt zu gehen, zu Raue und dann irgendwann, aber wie das dann eben auch so ist, irgendwann traf ich dann Adrian Göhler auf der Straße, die ehemalige Kultursenatorin, fragte Frau Mundry, was denn mit ihrer Oper los? Und dann hat die das Problem wieder gelöst. Also ich bin so ein bisschen in Turbulenzen reingekommen, das war recht anstrengend. Aber ich habe dann an dem Stück geschrieben und ja, viel gearbeitet, aber ich würde gerne noch was anderes auf Ihre Frage antworten. Ich war 2002 da und ich nehme wahr, dass sich das Wissenschaftskolleg schon sehr geändert hat seither. Also damals war das, ich war damals wirklich noch so was wie eine, es gab wenige Frauen, ich war die erste Komponistin, es gab noch sozusagen, es umwehte einen so ein bisschen dieses Genies sind die anderen und ich bin jetzt relativ regelmäßig am Wissenschaftskolleg und gestern habe ich mal gedacht, ich finde, wenn es sich so geändert hat, dann müsste man sich noch ein zweites Mal bewerben dürfen, aber dass jeder wünscht sich das. Nein, aber ich genieße es jetzt sehr, immer wieder dort zu sein und partizipiere natürlich auch. Also ich war vor 3 Jahren, war ich mal 2 Monate wieder dort und sie ist unsere Beraterin in allen Musikfragen und sozusagen Special Advisor to the Rector. Ja. Und was sich seither meines Erachtens schon sehr geändert hat, aber vielleicht, das ist wirklich meine subjektive Perspektive, das ist, würde ich beschreiben, überhaupt die Infragestellung der Methoden. Ich glaube, da ist viel passiert und ich habe auch zum Beispiel viel in diesen auch Abendkolloquien zum Beispiel mitbekommen, dass eben bei Vorträgen aus einer Disziplin dann auch eine Diskussion mit Perspektive aus den anderen Disziplinen eröffnet wird, was zum Beispiel, was für Metaphern man wählt. Ja? Also wenn ein Biologe über Viren irgendwas mit Viren redet und dann lauter Kriegsmetaphern
bringt, ob dann, ob aus diesen Metaphern eine andere Erkenntnisform generiert wird, als wenn man ganz andere wählen würde. Und da habe ich das Gefühl, da ist viel Bewegung und da gibt es auch so eine, glaube ich, wahrzunehmen, eine andere Sehnsucht, das eigene Metier ganz bewusst aus den Methoden des anderen zu befragen. Also wir wissen, es ist gerade schwer, Mode, künstlerische Forschung, ist ein großes Terrain des Streits, teilweise auch des Konkurrenzstreits, aber irgendwas ist da ja auch dran. Also dass es offensichtlich Künstlerinnen und Künstler gibt, die die eigene Arbeit eben nicht einfach nur als zielorientiert beschreiben, sondern auch irgendwo als Verfahrensweise der Erkenntnis. Und, aber diese Erkenntnis muss dann eben nicht auf Synthesen und Spracherkenntnisse hinauflaufen, sondern meinetwegen Materialerkenntnisse oder Erfahrungserkenntnisse, wie auch immer. Und umgekehrt nehme ich eben auch in der Wissenschaft wahr, also ich bilde mir ein, mehr als früher von Wissenschaftlern auch und Wissenschaftlerinnen gefragt zu werden, zum Beispiel ihre Buchmanuskripte zu diskutieren. Also ein Beispiel zum Beispiel Christoph Möllers und ich, wir haben vor dem Lockdown haben wir mal einen ganzen Tag in der Kantine gesessen und er hat mit mir sein Freiheitsgradebuch diskutiert und ich habe mein nächstes Stück diskutiert und wir haben einfach gemerkt, also ich meine, mit Freiheit beschäftige ich mich als Komponistin ausgesprochen viel und zwar eben nicht jetzt einfach nur lebensweltlich, sondern strukturell. Und umgekehrt ist Christoph Möllers wiederum ein so struktureller Denker, dass er das auch auf Musik projizieren kann. Und da gibt es, finde ich, mehr auch Diskurse als früher. Aber jetzt, um noch ein letztes Beispiel zu bringen, ich war vor ein paar Jahren bei einer, so einer Art Exkursion oder ein, so ein zehntägiges, so eine Reise zwischen, organisiert von der ETH in Zürich und der ZHDK, der Hochschule der Künste. Und da gab es irgendwie so richtig Streits auch der Übergriffigkeit. Also zum Beispiel, wenn Biologen irgendwelche Visualisierungen ihrer Recherchen wählen, die dann bunt sind, ja, und irgendwie, und die sagen, das ist Kunst, ja, die Natur oder irgendwie die Zelluntersuchung generiert Kunst, ja, da gehen natürlich die Künstler irgendwie auf die Barrikaden, ja, und natürlich umgekehrt sagen die Wissenschaftler gerne, also wenn ihr das Forschung nennt, dann disqualifiziert ihr unsere Arbeit, ja, und ich finde diese Debatten aber ausgesprochen produktiv, sofern sie wohlwollend sind. Es können dabei auch neue Produkte entstehen, die nur auf diese Weise entstehen. Ich sage mal ein praktisches Beispiel, das mich sehr überrascht hat. Ich habe seinerzeit, als er hier im Wissenschaftskolleg saß und bequem erreichbar war, ja, nicht hier, wenn ich hier drehte in Berlin. Da haben wir uns, also ich habe mich verguckt in sein Interesse in das Jahr 1799. Da ist ein Jahrhundert, das ist ungeduldig, das will nicht warten, dass das Kalendarische sich ändert zu Silvester 1800. Nein, 1799 fängt ein neues Jahrhundert an. Ja, das hat er nun in drei Sendungen hier mir besprochen. Ich habe dann diese Sendungen gemacht mit Ihnen. Dann habe ich aber davon entzündet, eine 90-Minuten-Sammlung von Filmen gemacht, die alle nichts weiter machen, als das Jahr 1799 zu umkreisen. Der Napoleon ist 6 Wochen im Amt, ja, ist noch jung, unverbraucht, Kleist glaubt an ihn. Also Sie verstehen, diese Zeit kann man ganz schwer fassen. Ja. Sie ist aber ein Potenzial, ja, eine Hoffnungsfunke. Ne? So, und der 90-Minuten-Film wäre nicht entstanden, ja, ohne diesen Kontakt. Das wissen Sie auch gar nicht. Nee, erfahre ich aber jetzt. Wie bitte? Ich erfahre es gerade. Muss man ja auch nicht erfahren gerade. Und jetzt ein anderes Beispiel. Da hat mich der Herr Grimm verblüfft, ja? Der plötzlich eingreift, das macht er sonst nie. Im Sinne der Freiheit der Kunst schreibt er, dass bei der Neuenfels-Oper abgesetzt wurde wegen Drogen von mohammedanischer Seite. Und hat dann eine ganz lange Ausführung und sehr subtile Ausführung über die Freiheit der Kunst, die eben nicht negativ abwehrend nur ist vom Staat, ja, sondern die Forderung ist, dass der Staat Freiheit garantieren muss, ja, Ausdrucksmöglichkeiten garantieren muss. Ja.
sehr eindrucksstark. Ja? Das können Sie alles unten in der Ausstellung sehen. Jetzt nehmen Sie Herrn Lepinis mit seiner Macht im Mittelmeer, die mich besonders fasziniert hat, ja, werden Sie auch unten sehen. Das heißt, dass eine EU seit Napoleon III., seit Gründung des Suezkanals, aber dann 1945 als Gründungsvorschlag von Chimon für die Kohle-Erz-Union, ja, war die Idee, es muss neben einem Europa der mitteleuropäischen und nördlichen Länder, ja, eine Wiederherstellung des Orbits im Mittelmeer geben. Ja. Was meinen Sie, wenn das verwirklicht worden wäre? Und die Franzosen wollten das mehrfach. Ja, nicht? Eben, was wäre das für eine Lösung für Konflikte im Nahen Osten gewesen? Für einen Schutz übrigens für Israel. Ja, nicht? Und alle solche Dinge haben wir versaubeutelt, ja? Durch Trägheit, durch Nichtverstehen, ja? Durch Norderscheid, was weiß ich. Ja? Und das aber kann man ja auch noch wieder ändern. Ja? Man kann die Aufmerksamkeit wieder neu umlenken. Und das sind Produkte besonderer Art, bei denen etwas Schriftliches neben mündliche Kommunikation, neben Mittagessen, ja, neben Filmen stehen kommt. Und wenn es hochkommt, kann man das mit einer Komposition krönen. Ja? Und wenn es eine Komposition wie Ihre Oper über die Odyssee geht, ja, dann könnten wir aufgrund dessen, was wir hier treiben gerade, ja, und was ich eben hoffe, dass man es fortsetzt gemeinsam, ja, könnten auf die Idee kommen, wir hatten am ersten Abend eine Fernbegegnung mit Josef Vogel in Princeton über das Thema Das Schweigen der Sirenen von Kafka und diese Grundszene aus der Dialektik der Aufklärung, dass der Odysseus sich an den Mastbaum bindet, also dem Mythos und der Verführungskraft der Sirenen dicht folgen kann und den Gefährten die Ohren mit Wachs verstopft. Das heißt, der Mensch entmündigt sich, instrumentalisiert sich, das ist die Bedingung für Aufklärung. Das ist das große Klagegesang der Dialektik der Aufklärung. Würde man jetzt beim selben Homer weitererzählen und forschen, aus musikalischem Interesse, kämen Sie auf die Rückkehr des Odysseus. Ja? Immerhin der Titel bei Monteverdi, den gibt es ja schon. Und da würden Sie sehen, dass er sich von seiner Frau, die denkt, da kommt ein Hochstapler nach 20 Jahren, der behauptet, Odysseus zu sein, Odysseus ist doch längst tot. Ja? Die erkennt ihn daran, dass er weiß, wie das Ehebett von ihm als junger Mann gezimmert wurde, nämlich in einen Olivenbaum, glaube ich, ja, hineingezimmert, den die daraufhin die Freier auch nicht wegräumen können. Ja? Dieses Bett kann man nicht rauben. Das ist ein Stück Identität plötzlich, ja? Und nicht eine verzweiflungsvolle Selbstfesselung, ja, und das ist auch Heimkehr, ja, ist, was die Abenteuer entbindet, heißt es, auch in der Dialektik der Aufklärung. Das heißt, Sie haben jetzt hier einen arbeitsweisenden, ja, Mythos-Teil, ja, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn man extra zu Ihrer Oper und in der Pause davon, ja, jetzt siebenmündig in einem Film das genau beschreibt, das unverrückbare Bett des Odysseus, ja, würde man gut handeln. Und man würde jetzt wiederum eine innovative Tendenz in der Oper haben, die extrem konservativ ist. Ja? Dieses Opernpublikum hält die Oper im Grunde ganz fest, ja? Ist allerdings in der Pause tolerant. Ja? Wir haben jetzt mal beim Parsifal von Wagner, 3,5 Stunden lang und mit einer langen Pause vor dem dritten Akt. Da waren die Baselitz-Bühnenbilder von Baselitz. Und mit dessen Unterstützung haben wir 8 Filme im Foyer gezeigt in der Pause. Und dort ist es uns gelungen, diese Privatreligion, ja, auf 20 Minuten vergessen zu machen. Ich habe eine absolute Hochachtung vor der Musik bei Parsifal, ja, und ein Gänsehaut, ja, wenn ich die Art von Privatchristentum, ja, das so verkündet ist, höre, ja, nicht?
Und das ist alles bei Wolfram von Eschenbach und Chrétien de Troyes nicht so. Sondern da ist das eine wunderbare Erzählung, ja, mit geheimnisvollen, auch witzigen, ja, mit sehr viel Mutterwitz, ja. Und das haben wir da reingebracht, ja. Gibt es eine Szene, die muss ich Ihnen kurz erzählen, weil die fordert geradezu nach Musik. Da ist der Parsival, trifft auf seinen Bruder Feirefitz, ein Moabit, also ein uneheliches Kind mit einer Muslimin gezeugt vom Parsivals Vater, Zebra gestreift, ja, und der ist der bessere Krieger. Und schon liegt das Schwert von Parsival zersplittert am Boden und er rechnet damit, in der nächsten Minute liegt er tot da. Da kommen aus der Zukunft die noch ungeborenen Söhne, die geboren werden sollen, Lohengrin und Kadeis, ja, geben dem Feirefitz ein, es ist unwürdig, einen Unbewaffneten zu töten. Die Brüder setzen sich an den Wegrand, ja, erkennen einander, die Krise ist gelöst. Das sind nur 7 Zeilen bei Wolfram von Eschenbach. Ja? Und die in der Pause von Wagner. Ja? Und ich habe eine andere, sozusagen wieder wie eine andere Fliege im Bernstein. Ja? Und das ist im Opernhaus ohne weiteres zulässig. Ja? Und ohne dass ich die eine Oper zerstöre, ja, habe ich innovativ etwas gemacht. Ja? Und das kann ich jetzt im Dreieck mit Ihnen, die Sie hier komponiert haben, ja, versehen. Und wir kommen jetzt nicht zu einem Gesamtkunstwerk, den es einer macht, ja, und das plakativ alles, alle Nebengebäude erschlägt, ja, sondern wir kommen zu einem Flottenverband. Ja. Der Anfang der Ilias ist die Beschreibung des Flottenverbandes, das losfährt. Ja. Das ist die älteste Quelle. Ja. Und so solche Werke, ja, die können in ihrer Umgebung entstehen. In der Universität entstehen Werke und Zusammenarbeit so nicht, ja, nicht. Aber an der Universität Göttingen, da hatten sie den Göttinger Hain 1734. Der Münchhausen, ein wunderbarer Gärtner, ja, nicht? Der hat Gärten aus Menschen hergestellt. Das nannte man akademische Bergwerke oder aber Baumschulen. Ja? Ein Seminar ist ja nur die Übersetzung davon. Und so etwas hat er angelegt und auch mit Künstlern. Da ist zum Beispiel der Komponist, der schwedische Mozart, ja? Der ist im Göttinger Hain mit bei. Wie heißt der denn nochmal? Ich kenne den schwedischen Mozart nicht. Der Oper in Stockholm. Wunderbarer Mann. Krauss. Franz Josef Krauss. Ja? Und der hat Aeneas und Dido geschrieben, also wunderbar, ein Sturm- und Drang-Komponist, nicht? Ja? Und den hat er in die Universität mit reingesetzt. Ja? So wie Lichtenberg meinetwegen auch, der ist ja nun nicht im strengsten Sinne Wissenschaftler. Ja? Wie wollen Sie es benennen, was er da macht? Ja? Also anders gesagt, dies ist der Punkt, ja, wo ich glaube, dass Sie in dieser informellen Form, ja, Ihre Institution gewissermaßen zusammen mit anderen, ja, unabhängig davon, wer gerade jetzt Fellow ist, ja, oder ob einer noch mal einer werden kann. Ja. Wenn es ein Berater ist, ist ja auch was Gutes. Ja. Und dabei können eben auch Produkte entstehen. Also nicht nur Wissen, nicht nur Aufenthalte, sondern Produkte, wie bei Ihnen ja mehrere Produkte entstanden. Es gibt einen Vorzug des Wissenschaftskollegs, der wahrscheinlich für Wissenschaftler eine gar nicht so geringe Rolle spielt. Die Wissenschaftler werden ja ständig evaluiert. Die müssen irgendwie immer, je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr sind die damit beschäftigt, irgendeinen Antrag für irgendwas zu schreiben. Das wird dann evaluiert, dann muss das nächste Graduiertenkolleg aus der Taufe gehoben. Das wird wieder evaluiert, ehe es anfängt. Und am Ende ist es Leistungskontrolle. Also man muss das muss ja auch der Einzelne, der dann da selber ist im Graduiertenkolleg und seine Dissertation schreibt, auch. Das Wissenschaftskolleg lädt Leute ein und das ist der Evaluationsprozess. Ja. Die Einladung ist schon die Evaluation. Ein Kredit. Und das heißt aber, dass die gesamte Zeit, die da verbringen, ist wirklich frei. Ja. Das heißt, wenn die am Ende gar nichts vorlegen, gibt es keine Sanktionen.
Und dadurch entsteht Lust, für den etwas zu machen. Aber das ist natürlich einfach schon eine Sondersituation. Darum würde ich Sie jetzt gerne fragen, das mal als Struktur genommen, welche Rolle spielt denn physische Präsenz? Weil das Wissenschaftskolleg ist ja gerade mit diesem Konzept der Begegnung, dass man sagt, indem ich die Leute jetzt irgendwie so durcheinander mische und Begegnungsmöglichkeiten schaffe, die sie im normalen Alltag nicht hätten, generiere ich vielleicht einen Typ von Fragestellung, der sonst nicht entstand. Das ist das Konzept. Ja. Das setzt aber ja irgendwie physische Anwesenheit doch voraus. Jetzt gibt es in der Wissenschaft im Moment ja durchaus Diskussionen, wie wichtig ist Präsenzlehre. Es gibt auch Universitätspräsidenten, die jetzt Corona begreifen als Einstieg in die Digitalisierung der Lehre generell, ja, oder in einen hohen Grad von Digitalisierung des normalen Universitären, bis hin zu der Idee Auslandssemester ohne Ausland. Also das heißt, ein Auslandssemester an der Humboldt-Uni heißt, dass von überall zugeschaltet halt Leute da studieren. Das würde doch Ihr Kolleg im Grunde ruinieren. Oder nicht? Ja, das ist natürlich vollkommen bizarr. Und die große Wissenschaftssoziologin Helga Nowotny, die wir neulich aus Anlass des Jubiläums interviewt haben, hat gesagt, ein digitales Wissenschaftskolleg ist unmöglich. Und zwar, ich meine, das ist ja jetzt während der Pandemie ja besonders bewusst geworden, was eigentlich verloren geht, wenn man sich nicht persönlich trifft. Ich meine, man hat zwar sozusagen synchrone Kommunikation unter Abwesenden, das geht, aber alles das, was eigentlich informelle Kommunikation ist, alles das, was sozusagen dann über die Körpersprache, über die Kaffeepausengespräche und so weiter sich vermittelt, fällt ja weg. Das heißt also, es bleibt nur die formale Kommunikation übrig. Und dann wird man erst gewahr, wie unglaublich wichtig alles Informale ist oder Informelle. Und ich würde gerne noch ein Beispiel, auch um das anschaulich zu machen, dass mir meine Kollegin Katharina Wiedemann erzählt hat aus der Zeit lange vor meinem Rektorat, um das zu veranschaulichen. Und es ist auch ein schönes Beispiel für vollkommen unplanbare Ergebnisse oder unplanbare Begegnungen, nämlich so jedenfalls die Legende. Giorgi Ligeti war zusammen im Fellow mit Gerhard Neuweiler. Ist das der Name richtig? Ja, ne? Neuweiler, der Neurobiologe ist. Und die Legende ist, dass in einem der Büros oder in mehreren Büros die Heizung ausgefallen ist und deswegen mussten die dann sich zusammen in einem Raum, in dem die Heizung funktionierte, aufhalten und sich einen heißen Tee gemeinsam kochen. Und das hat zu einem langen, intensiven, auch sachlichen Austausch geführt und tatsächlich auch zu einem gemeinsamen Buch zwischen dem Komponisten und dem Neurobiologen, und zwar zum Thema motorische Intelligenz. Der Neuweiler hat die Theorie entwickelt, offenbar in der Kommunikation mit Ligeti, dass die extrem ausgeprägte feinmotorische Fähigkeit des Menschen, nämlich das, was die Sprechwerkzeuge betrifft, die Motorik der Sprechwerkzeuge und die Motorik der Hände, die im Gehirn ein unglaublich großes Areal besetzen. Also vollkommen unverhältnismäßig im Verhältnis sozusagen zur Größe dieser Organe, dass das gewissermaßen der Schlüssel zur Menschwerdung ist. Das heißt, dass die Menschen sich von den Affen gar nicht so sehr oder von anderen Primaten gar nicht so sehr unterscheiden durch kognitive Fähigkeiten, sondern durch feinmotorische Ausdifferenzierung. Und das ist sozusagen der erste Schritt und Schlüssel auf dem Weg dann zur Entwicklung aller anderen Fähigkeiten, die den Menschen von Primaten unterscheiden, war. Und offenbar hat da das Gespräch mit Ligeti, der natürlich als Komponist und also Feinmotorik und das Beherrschen eines Instrumentes sozusagen als sein Thema hat, hat offenbar dieser Kontakt dazu beigetragen, dass der Neurobiologe die Dinge auch anders gesehen hat und Ligeti seinerseits ein anderes Verhältnis zur Bedeutung von Motorik für das Komponieren hat. Und wir sehen das ja jetzt auch lerntheoretisch, dass etwa Kinder viel besser schreiben lernen, wenn sie handschriftlich schreiben, als wenn sie mit Computertastatur bedienen, weil das motorische Schreiben offenbar so eine wichtige Bedeutung für die kognitive Entwicklung hat. Also die Verbindung zwischen Feinmotorik und Kognition. Und da ist offenbar wirklich mal ein Moment gewesen, wo diese Tatsache, dass die Heizung ausgefallen war in der Villa Wald oder wo auch immer,
sozusagen eine unverhoffte Begegnung stattgefunden hat, die tatsächlich ein gemeinsames neues Denken hervorgebracht hat. Und es ist tatsächlich auch in einem Buch nachzulesen, das Reinhard Meyer-Kalkus rausgegeben hat, das heißt Motorische Intelligenz, wo also beide ihre Sicht der Dinge beschreiben. Also es ist ein sehr, es ist natürlich schon eine Ausnahme, dass es so greifbar ist, wie solche Wissenschaftskollegsbegegnungen Früchte tragen können. Aber das zeigt, sowas passiert und es ist dann wirklich ein gemeinsames. Da kann man wirklich von Kooperation in einem ganz starken, emphatischen Sinne sprechen. Jetzt würde ich gerne dieses Institut, ja, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen, kurz mit einer Hommage ehren, filmischer Art. Machen Sie das. Nicht? Kann man den ersten Film vorführen, Die Nase des Sokrates? Das ist nicht der Film, das ist nicht die Sendung, ja, sondern es ist eine Hommage, ja, aufgrund der Sendung mit Glastafeln von Kerstin Brätsch, einer ganz großen Künstlerin in New York. Die Glastafel, das sind Steine von die Polke der Maler. Ich glaube, dass man nachweisen kann, dass der Tod des Sokrates und die Aufrichtung dieser Statue ist eigentlich das zündende Element, was die Schüler dazu bringt, eine Physiognomie zu konstruieren. Und das sieht man daran, dass im platonischen Symposion ist es Alkibiades, der dem Sokrates sagt, du bist wie Marsyas. Er sagt ihm, du bist wie Marsyas, du bist frech wie Marsyas, du bist Hybristes. Ein Satyr, ja, es ist der bestraft wird. Es ist ein Satyr, der den Apoll herausfordert. Wer singt schöner? Wer musiziert schöner? Also Marsyas ist ein Virtuoso der Doppelflöte, also dieser Art Hoboe, die man mit zwei Röhren spielt. Und Apoll ist natürlich der Virtuose der Kithara und er sagt, ich kann bessere Musik machen als du. Und dann gibt es einen Wettbewerb und Apollon lässt sich bescheinigen, dass der Sieger mit dem Besiegten machen kann, was er will. Und er siegt dann, Apollo siegt. Die Jury besteht aus den Musen, man kann sich fragen, ob das eine unparteiische Jury ist, aber die Musen sprechen Apoll den Sieg zu und dann lässt Apollo dem Marsyas die Haut abziehen, lebendigen Leibes. Also das ist eine ganz blutige furchtbare Form, dargestellt. Furchtbare Form der Hinrichtung. Ja. Und das Spannende ist nun, dass Alkibiades im platonischen Symposion Alkibiades dem Sokrates sagt, du bist wie Marsyas. Und dann sagt er, du bist wie Marsyas, weil du frech bist, Hybristes, du bist unverschämt und du kannst dein Publikum bezaubern und das machst du noch besser als Marsyas, weil Marsyas die Flöten braucht und du brauchst nur deine Worte, du kommst ohne Instrumente aus. Und das steht so. Aber wenn man sich vorstellt, dass jemand das liest, 15 Jahre, 20 Jahre nach der Hinrichtung des Sokrates. Und Marsyas ist die einzige Figur in der gesamten griechischen Mythologie, der nach einem Prozess hingerichtet wird. Ich halte das für vollkommen ausgeschlossen, dass die Assoziation Hinrichtung nicht im Text mit drin ist.
Sie ist natürlich implizit im Text drin, denn explizit kann das nicht gemacht werden, weil ja Sokrates in der Situation, wo das Symposium fiktiv angesiedelt ist, natürlich lebt. Das ist 15 Jahre vor seinem Tod. Aber für den Leser, im Augenblick, wo der hört, Sokrates, du bist wie Marsyas, ist die Hinrichtung da. Ist der Tod. Der Text ist doch geschrieben nach seinem Tod. Natürlich, ja, genau, natürlich. Genau. Und ich glaube, dass die ganze Vorstellung von Sokrates als Satyr nach dem Tod ist und dass es verschiedene Facetten miteinander kombiniert, aber dass es ein Bild, es ist ein Bild, das konstruiert wird von den Sokrates-Schülern im Augenblick, wo sie beschließen, sie errichten dem Meister eine Bronzestatue. Und im Augenblick, wo sie das machen, und das ist natürlich eine Provokation, müssen sie sich eine Meinung anquellen, wie wollen wir ihn dargestellt haben. Und dann gibt es ein Brainstorming. Und von diesem Brainstorming finden wir Spuren in diesen platonischen Texten. Im platonischen Text und in Xenophons Text. Übereinstimmend. Übereinstimmend, vollkommen übereinstimmend. Ja. Und wir haben die Kopien von, ja, der, ja, von der Bronzestatue. Wie ist der Marsyas dann, nachdem die Haut abgezogen ist, hat er weiterleben können? Nein. Nein, der ist gestorben. Das ist tot, ja, ja. Das ja. ist wie beim heiligen Bartholomäus. Das ist ja dieselbe Geschichte im Christlichen. Ja, ja. Nee, das ist eine Form der Hinrichtung. Ja. Das überlebt keiner. In 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4,
Ja? Sie begleiten wie kleine Satelliten, wie winzige Monde, ja? Die Arbeit zum Beispiel, die woanders geleistet wird. Ja? Sind also für Kooperation gewissermaßen dadurch geeignet, dass sie sich kurz fassen. Ja? Nicht? Setzt voraus, dass man eine dreiviertelstündige Sendung hat mit so jemand, ja, der einem über die Anfang der Zeitungen, das Papier um 1800, ja? Nee, früher. Noch früher, mhm. Ja. Nicht? Oder die Abtransporte Napoleons in Europa von Kunstschätzen, alle werden zentralisiert nach Paris. Diese Quadriga, ja, nicht? So ein zweites Thema, ja. Und dann kommt das dritte Thema von ihm, das heißt, es ist ein Feuerkopf, ja, und mich wundert, dass sowas in der Zeitung als Journalist tätig ist, ja, wo sie das alles ja nicht dürfen. Ja, schon noch. Also ja, und nicht, jetzt gut. Aber nicht ganz. Ja, nee, ja? Jetzt bin ich auch aber nicht ausgiebig. Ja. Ja. Also mir hat am besten gefallen dieses Auge in der sehenden Hand. Ja. Ja, also das könnte man ja so rein sehen. Die Minerva hat ja nun in dieser ikonografischen Tradition nicht zufällig diese großen Augen. Ja. Ja. Und dass sie den Flug so spät anhebt und damit so spät beginnt, darüber könnte man ja nachdenken, weil das, was Sie die ganze Zeit hier sagen, widerspricht dem in gewisser Weise. Also bei Hegel ist dieser späte Flug natürlich sehr nah herangerückt an seine Gegenwart. Also die, am besten hat die Eule der Minerva schon Hegel gelesen, ja, damit sie so richtig hochfliegen kann. Und dieses, was Sie jetzt andeuten mit der Menschheitsgeschichte und den Höhlenzeichnungen und der Musik, die vor der Schrift war, das ist ein bisschen anderer Brick. Der geht eher so auf Leroy Gourhan, also mit Auge, Hand, also die Anthropologie, die bei Ihnen am Kolleg ja auch immer eine große Rolle gespielt hat, hat vielleicht doch noch andere Zeiträume. Also mein Eindruck war immer, wenn Hegel von der Eule der Minerva spricht, dann ist das irgendwie die Philosophie, die spät kommt, aber dann Überblick hat, ja, ja. Und eben losfliegt. Und das Bild mit der Hand und dem Auge, das passt ja viel besser zu Ihrer Geschichte. Ja. Also das passt sozusagen zu der Geschichte der Begegnung des Neurobiologen mit dem Komponisten. Wenn ich noch eine kleine Bemerkung anfügen darf, man könnte einen kleinen Film drehen, der sehr ergiebig wäre. Sie haben es eben angedeutet im Kurzporträt von Györgyi Dragoman. Also die Geschichte Ungarns am Wissenschaftskolleg, ja. Das ist ein ganz hochinteressanter Seitenstrang, der sozusagen aus dem alten West-Berlin bis in die Orbán-Zeit führt. Denn es will ja der Zufall, dass nicht nur Nobelpreisträger wie Genscher Buro-Oe da waren, sondern Kertész zufällig zu dem Zeitpunkt, als er am Wissenschaftskolleg war, den Nobelpreis erhielt und gleichzeitig sozusagen diese anderen Planeten um Kertész rum, Esterházy, Nadasch und diese ganze Generation sehr geprägt ist von dieser Grunewald-Welt. Ich war gestern auf einer Gedenkveranstaltung für Esterházy in Budapest, wo das genau diese Funktion hat, die Sie gerade beschreiben. Also das ist gewissermaßen, da versammelt sich dann in so einem Café an der Elisabethbrücke, die nicht zufällig so heißt, versammelt sich diese jüngere, aber auch ältere Generation, die diesen Effekt hat, den Sie jetzt gerade an Dragoman beschrieben haben. Ja, also das ist auch sowas. In gewisser Weise so ein ferner Ableger solcher Welten. Also Nadasch war da aus dem Off zu sehen und hielt eine kleine Hommage. Und da kam das in gewisser Weise vor, also diese Hintergrundwelten. Also man könnte Ivan Nagel noch ergänzen, Györgyi Konrad, Laszlo Földeni. Also das heißt, es gibt da für diese osteuropäische Seite des Wissenschafts ist wahrscheinlich diese ungarische Filiation eine der ertragreichsten. Und zugleich gewesen. Muss man sagen, ausgerechnet die ungarische Ausgründung des Wissenschaftskollegs existiert nicht mehr. Genau, aber eben aus diesen Gründen. Ja. Also da kommen wir natürlich jetzt dann ganz in die aktuelle, auch europäische Politik, aber das ist Teil des Wissenschaftsgelegs. Darum wäre mir das wichtig, dass das auch als Eindruck irgendwie bleibt, dass das Wissenschaftsgelegs nicht ausschließlich im Grunewald ist. Aber nehmen wir einmal an, aus solchen Bewegungen, ja, nicht, käme jetzt von der Beraterin hier gefordert, gesammelt und mit Musik versehen, eine spirituelle Republik Ungarn, ja, also legitim. Ja, nicht.
Also wenn wir das machen, hätte man eine Gegen-Orban-Welt, ja, und ein reiches Ungarn. Und man hätte die Grenze von 1956 über die Leute, die heute bei Harvard sitzen, ja, nicht, geflüchtet sind. Und dann kommen unsere 1989 über die ungarische Grenze. Ja, und dann wird die genau gesperrt. Ja. Und so etwas kann man doch empfinden. Ja. Und das sind Dramatiken unserer Zeit. Ja. Und man muss sie nicht zu Gesamtkunstwerken, die werden nie 90 Minuten lang. Ja. Aber wenn es so eine Republik gibt, könnte die korrespondieren, ja, mit, sagen Sie mal, etwas anderes, was Sie mögen. Also ich mag zum Beispiel die Schweiz. Ja. Ich mag gerne Kantonsverfassungen. Ja. Die Bauernkriege in Deutschland, wenn die Kantonsverfassung, die in Salzburg schon existierte und die Bündnisse hatte mit dem im Elsass und mit den Schweizern verbündet war durch Delegationen, wir hätten eine zweite Schweiz werden können und hätten keinen 1933 je gehabt. Da schüttelt ja. die Historikerin des Alten Reichs ein wenig. Das ganz Deutschland, also teilte man dann. Also das ist Thomas Mann, was ich hier erzähle. Ja. Das wäre ein relativ kleines, eher südwestdeutsches. Aber sicher, Ostpreußen gäbe es dann nicht. Hm. Ja? Wie wollen Sie die Gutsherrschaften in Ostpreußen in der Räteverfassung bringen? Ja? In Kantonalsverfassung bringen. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde das gerne eintauschen als Geschichte, ja, gegen die, die wir hatten. Ja? Die preußische, ich bin nicht stolz darauf. Ja? Und das ist ja, unterliegt ja nicht meinem Willen. Es ist ja nur, die im Vorstellungsvermögen, ja, könnte man sagen, was versäumen wir derzeit, ja, wenn damals etwas versäumt wurde, ja, nicht? Aber da bringen Sie einen, komisch, mir ist jetzt gerade noch bei dieser ganzen Ungarn-Thematik eingefallen, weil ich war in dem Jahr da, in dem Imre Kertész und Peter Nadasch da waren. Und jetzt merke ich gerade, dass für mich nochmal ein neuer Wahrnehmungsbereich sich auftut. Ich fand damals sehr deutlich, dass eben die Reflexion auf die eigene Geschichte, die Reflexion auf das eigene Land, also Imre Kertész hat ein internes Kolloquium ganz am Anfang gegeben, wo er über Sprache im Exil gesprochen hat. Jetzt wird mir plötzlich klar, auch während dieses Jahres haben viele der Fellows ihre Heimat gewechselt. Ja. Also es gab auch viele Amerikaner, die nicht zurück in die USA wollten, wegen Bush. Und Peter Nadasch, ich habe in dem Jahr, als ich da war, hat mir Peter Nadasch ein Buch geschenkt und es gab einen Text, den ich sehr geliebt oder den ich bis heute sehr liebe, über die Melancholie, die er nicht als psychologischen Zustand, sondern als Wahrnehmungsform beschreibt. Und der schreibt so schön, der Melancholiker nimmt weniger wahr, was ist, als das, was nicht ist. Und ich finde, dass in diesem Sinne ist das Wissenschaftskolleg irgendwie auch ein melancholischer Ort. Also, oder zum Beispiel auch Andreas Steyer, der vor 3 Jahren da war und in dem Jahr danach plötzlich komponierte und ein wunderbares Stück geschrieben hat, was ich letztes Jahr immer so lesend ein bisschen begleitet habe. Und auch ich bin nach dem Jahr im Wissenschaftskolleg, ganz am Ende habe ich mich entschieden, Frankfurt zu verlassen und nach Zürich weiterzugehen. Es ist irgendwo ein Ort, wo sich nicht nur die Perspektive auf die eigene Disziplin verschiebt, sondern auch die Perspektive auf die eigenen Bedingungen, unter denen man die Disziplin betreibt. Bleiben übrigens viele Fellows dann in Berlin, entweder mit einer Zweitwohnung oder auch wirklich, indem sie nach Berlin wechseln. Also zum Beispiel in dem Jahr, dann war es vor 2 Jahren, ist eine amerikanische junge Gynäkologin in Berlin geblieben, hat eine Stelle, ich glaube, an der Charité bekommen, mit der ich übrigens noch eine Wette offen habe. Die war nämlich damals der Meinung, dass Trump wiedergewählt würde. Und ich habe dagegen gewettet und habe gewonnen und habe immer noch einen Wettgewinn bei ihr offen. Aber die ist aufgrund dieser Horrorvorstellung in Berlin geblieben. Mhm. Ja, und das gilt nicht nur für Amerikaner, es gilt für Fellows aus allen möglichen Ländern, die anschließend hier bleiben, weil sie wirklich von der Stadt auch so beeindruckt sind. Also, aber die Idee, einen kleinen Film über Ungarn, die das Wissenschaftskolleg zusammengeführt hat, zu machen, können Sie ja vielleicht realisieren. Also, das Motiv hätte ich. Ich gucke um. Ja, sowas würde ich nicht alleine machen. Ja, nicht? Und das wäre hochmütig
Ja, aber zusammen? Naja, es gibt jetzt zum Beispiel, nicht zufällig sind sehr viele Nachlässe der ungarischen Autoren im Archiv der Berliner Akademie der Wissenschaften gelandet. Das gilt für Nagel, das gilt für Konrad, das gilt sogar auch für Esterházy und das gilt zum Teil Teilnachlass von Kertész. Und sobald man über diese Nachlässe redet, ist man mittendrin in der aktuellen Politik der Ungarn. Da muss man nur mit den Leuten, die jetzt in Berlin die ungarischen Nachlässe verwalten und übrigens jemanden eingestellt haben, der die auch erschließen kann, also Ungarisch spricht, mit dem Kertész-Institut, was jetzt die Hand auf den ungarischen Nachlässen hat. Und gerade bei einer anstehenden Publikation, also aus dem Nachlass von Kertész wird bei Rowohlt im nächsten Frühjahr ein Band erscheinen, der Tagebücher, die er schrieb, als er den Roman des Schicksallosen noch nicht geschrieben hatte, sondern erst noch schreiben wollte. Und diese Auswahl und hätte umfangreicher sein können, wenn die Ungarn zugestimmt hätten. Also das heißt, da ist im Moment sehr viel in Bewegung. Es ist also gar nicht nur ein Rückblick auf die Zeit. Und Dragoman ist ja ein aktuelles Verbindungslied, aber das könnte man dann in einem eigenen Panel sozusagen diskutieren. Ich denke, 90 Minuten sind vorbei. Wir haben einiges an Einblicken erlebt. Das Wissenschaftskolleg enthält natürlich, wie immer, diese Institution noch ungeheuer viel mehr Anekdoten, als hier erzählt worden sind. Also wir haben jetzt so ein paar gehört. Es gibt ja auch zum Beispiel natürlich einen Unterschied zwischen der Direktorenperspektive und der Fellow-Perspektive, was Gossip betrifft. Also Gossip und Wissenschaft, denkt man, seien auch eher getrennt. Das ist mitnichten der Fall, sondern das ist auch mit so einer der Humus Geschichten, aus denen diese Ideen erwachsen. Also auch Gerede, man könnte auch sagen Klatsch, ja, das gehört auch alles dazu, damit die Institution sozusagen in ihrer lebensweltlichen Seite nicht zu kurz kommt, wollte ich das angefügt haben. Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Danke Ihnen. Sie sind ja, glaube ich, sogar in Berlin aufgewachsen. Ja. Ne? Also in dem Beitrag, den Sie dann geschrieben hat über Ihre Zeit am WIKO, stand, dass es so ein bisschen auch eine Heimkehr für Sie war, ja, in die Stadt der Kindheit. Und Sie sind ja eigentlich auch so ein Dauergast. Obwohl Münchner, mit festem Wohnsitz. Ich bin Halberstädter, entschuldigen Sie. Nee, im Moment, Wohnsitz. Eine ganz kleine Stadt. 800 nach Christus bedeutend, seither nicht mehr. Aber das ist meine Heimatstadt. Und ich bin aber seit 46 in Berlin. Und das soll so bleiben. Und ja, und noch ein kurzes Kompliment. Sie haben eine bezaubernde Opernregisseurin, die Frau Schwab, bei sich, ja, mit der ich auch wahrscheinlich zusammenarbeiten werde. Letztes Jahr, ja. Nicht? Das ist ganz besonders, ja. Und ich teile mit ihr den Mortier-Preis. Also sie kriegt das Geld, ich kriege die Ehre, ja. Und das ist eine ganz großartige Frau. Gerade ja? Don Giovanni-Aufführung in der Neuköllner Oper. Das ist genau das. Und die Neuköllner Oper ist auch etwas Besonderes. Ja. Ja. Also, wie gesagt, es ist nicht so, dass wir irgendwie Trauer tragen müssen über unsere Zeiten. Ja? Wenn wir wirklich arbeiten, ja, könnten wir ganz schön stark sein zu mehreren. Ja? Aber wie sagt man? In nährstoffarmen Meeren nährt sich das Leben auf Korallenriffen. Und alle Lebewesen dort sind unwahrscheinlich. Die Kooperation, ja, dass so verschiedene Lebewesen zusammen ein Biotop bilden, ist absolut unwahrscheinlich. Dass Heringschwärmer schwärmen, ist wahrscheinlich, ja, dass sie überleben. Aber der Korallenriff ist ein großes Rätsel. Ja, aber das ganze Leben besteht nur aus Unwahrscheinlichkeit. Ja, und dass wir die Musik erfunden haben, ja, und dass sie so schön sein kann, ja, ist auch pure Unwahrscheinlichkeit. Ja, also Zauber der Zufälle. Ja, nicht. Schönes Schlusswort. Zauber der Zufälle, das lassen wir als Schlusswort. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.